Yo, moinsen! Jörg vom Primeski Magazin hier, endlich mal wieder mit einem neuen Video. Tut mir leid, dass so lange nichts Neues kam, es war vieles anderes zu tun. Aber heute will ich euch mal wieder was vorstellen, und zwar ein paar neue Printprodukte. Und zwar aus dem Homeoffice hier. Action Builder gibt es irgendwann demnächst mal wieder, wer weiß schon wann. Und zwar gibt es neben unseren eigenen Magazinen auch noch ein paar andere interessante Printprodukte, die ich euch gerne vorstellen will, weil ich der Meinung bin, dass man in diesen Zeiten in der Wintersportindustrie zusammenhalten muss und auch gerne mal andere Sachen, die cool sind, vorstellen kann. Und daher gibt es neben unserem Magazin auch noch zwei andere Sachen. Also, let's go! Los geht's mit der mittlerweile schon ein bisschen länger erhältlichen Primeskiing Printausgabe Nummer 27, beziehungsweise die erste Ausgabe von dieser Saison, die traditionell unser Brand Guide ist, in der wir einen aktuellen Überblick über die neuen Produkte geben. Und bevor ich kurz zum Inhalt komme, nochmal was zu der Ausgabe an sich. Und zwar haben wir dieses Jahr an der Qualität geschraubt. Das Cover besteht jetzt aus 350 Gramm starkem Papier und die einzelnen Inhaltsseiten aus 125 Gramm Papier. Das merkt man schon deutlich sofort, wenn man das Magazin in der Hand hat. Es ist deutlich schwerer, es ist viel dicker als in den Wintern zuvor und sieht viel besser aus. Auf dem Cover ist dieses Jahr auf dem ersten Magazin Torinator Wallace mit einem fetten Wheelie. Das Foto ist von Daniel Römbeck und passt, finde ich, ziemlich gut von der Stimmung und für das erste Magazin der Saison. Inhaltlich dreht sich, wie gesagt, vieles um das Thema Produkte, und hier sind wir allerdings auch im Vergleich zu den letzten Jahren einen anderen Weg gegangen. Und zwar, während wir in den letzten Jahren immer viel Produktlistings hatten, das heißt, wir hatten viele einzelne Produkte mit kurzen Beschreibungen aufgelistet, sind wir dieses Jahr einen anderen Weg gegangen und haben ungefähr 30 Brand-Interviews geführt und haben dort verschiedene Produktmanager, CEOs, Designer, Produktentwickler und ähnliche Mitarbeitern der einzelnen Brands zum Interview gebeten. So können wir ein bisschen tiefer in die einzelnen Produkte und Firmen einsteigen und die Philosophie dahinter und einen tieferen Einblick in die Denkweise bei der Entwicklung geben, als wir es sonst in der Vergangenheit getan haben. Ergänzt wird das Ganze dann online durch eine breitere Berichterstattung, wo wir euch dann auch andere Produkte von Firmen zeigen, die eben hier im Brand Guide in der Printausgabe nicht drin sind. Neben den Neuigkeiten aus der Produktwelt haben wir natürlich auch Stories in unserem Heft, und dort gibt es dann auch noch mehr zu lesen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass in den Interviews im Vergleich zu den Brand Guides aus den letzten Jahren schon deutlich mehr zu lesen ist. Das heißt, man kann viel mehr Zeit damit verbringen. Und bei den Stories, die wir dieses Jahr in der ersten Ausgabe drin haben, will ich kurz eine hervorheben, die ich besonders cool finde, und das ist diese hier, die heißt 12.000 Kilometer von Erik Nylander. Und in diesem Artikel erzählt er uns die Story, wie er mit einer Crew von Schweden bis nach Japan gereist ist, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Und unter anderem war die Gruppe einen großen Teil ihrer Reise mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland unterwegs. Und anders als man vielleicht vermuten würde, hat die Gruppe dabei die besten Powderspots nicht in Japan gefunden, sondern in Russland. Und das ist wirklich eine interessante Story zu lesen. Ich habe die selber aus dem Schwedischen übersetzt, was heutzutage ja dank Google Translate eigentlich ganz gut geht und auch ohne die Hilfe von Schwedisch sprechenden Freunden. Ich habe mich da sehr intensiv mit dem Text auseinandergesetzt und kann die Story wirklich nur sehr empfehlen. Und außerdem gibt es auch zu dem Artikel schon einen wirklich guten Film, den ich euch unten in der Beschreibung verlinke, der auch mal Vimeo Staff Pick war bzw. ist, und den ich euch auch nur sehr ans Herz legen kann. Außerdem haben wir auch natürlich auch noch weitere Stories, zum Beispiel hier ein Interview mit Lukas Wachs, der hier ausnahmsweise mal zweimal abgebildet ist, passiert. Und die Steep in Style Story mit Sven Rauber und Bernie Braun und noch einige weitere Kleinigkeiten. Und das war's. Den Rest dürft ihr dann beim Durchblättern selber entdecken. So, kommen wir zum nächsten Magazin, und zwar unsere zweite Ausgabe dieses Winters, Primeskiing Nummer 28. Auf dem Cover haben wir auf dieser Ausgabe den Flo Geier zum ersten Mal, und das Foto wurde ebenfalls von einem Flo, nämlich dem Flo Breitenberger, geschossen. Und auch wenn man es nicht sofort erkennt, die Location werden wahrscheinlich relativ viele kennen, das ist im Kühtai, und zwar auf der Staumauer. Und wer im Kühtai schon mal Skifahren war, der hat auch sicherlich schon mal diese Staumauer gesehen. Und besonders wenn es Neuschnee hat, dann hat sich mit Sicherheit schon der ein oder andere mal gedacht, wie geil es wäre, dort runterzufahren. Die beiden Flos haben es gemacht,
haben die Kamera bzw. den Drohnencontroller ausgepackt und den Shot eingesagt und damit das Cover hier auf unserer Seite. Instagram-Accounts verlinke ich natürlich auch gerne unten. Und wenn man anfängt hier durchzublättern, dann kommt man relativ schnell zu diesem Foto, das ich auch nochmal kurz erwähnen will, weil das wirklich gedruckt richtig geil aussieht und auch wieder einer der Gründe ist, warum ich ein großer Fan von Printmagazinen bin. Ich habe das Bild auch von Jetzt wird jeder hier schon auf dem Bildschirm gesehen und da sah das auch schon nicht schlecht aus, aber so auf einer Double-Page-Magazin, das sind die Sachen, wofür man Fotos macht, finde ich. Sieht richtig geil aus und gibt auch noch eine kleine Backstory dann dazu, wie das Foto entstanden ist und gibt auch noch ein Video dazu, werde ich ebenfalls verlinken, könnt ihr euch auch reinziehen, ist ziemlich gut geworden. Inhaltlich haben wir jetzt hier wieder ein volles Magazin, nur mit Stories, ohne den Brand Guide natürlich und ich will euch hier mal ganz kurz ein, zwei Highlights vorstellen und zwar haben wir unter anderem haben wir das Cody Townsend 50 Peaks Project, was ziemlich cool ist. Und dann haben wir den Artikel Skivas von Colleen über Urban Street Girls. Da will ich auch mal kurz reinblättern. So, da sind wir. Urban Girls Skivas von Colleen mit einer richtig coolen Skiers Girls Only Crew. Und zwar geht es hier, ich glaube, das ist der erste Artikel, den wir haben, der sich um Street-Ski-Fahren dreht und in dem nur Frauen vertreten sind. Und zwar sind das neben der Colleen noch die Rosina Friede, Kim Lamar, Taylor Lundquist, McKenna Brown und das war's, genau. Ziemlich cooler Artikel auch, kann ich nur sehr empfehlen, liest sich sehr gut und es gibt ein paar schöne Fotos dazu. Außerdem will ich noch folgenden Artikel hervorheben, den ich auch ebenfalls sehr coole finde und das ist der Freeski Carbus, A Matter of Style. Hier sind wir auch wieder beim Thema der gegenseitigen Unterstützung, da wir natürlich nicht nur unsere eigenen Cover abfeiern, sondern auch die von anderen Magazinen. Und das besonders coole an der Story ist eben auch, dass jedes Cover mit einer kurzen Hintergrundgeschichte des oder der jeweiligen Chefredakteurs oder Chefredakteurin beschrieben ist. Und wir haben hier zum Beispiel das Cover, ein Cover von Down Days mit einem kurzen Text von Klaus Polzer dazu. Haben hier auch ein Cover von uns, dann eins von Pure Powder oder Fall Line und natürlich auch vom legendären Powder Magazin, das ja dieses Jahr leider nach fast 50-jähriger Geschichte eingestellt wurde. Und das erste Magazin kam nämlich 1973 raus und ja, jetzt wurde es leider eingestellt aus wirtschaftlichen Gründen des Mutterkonzerns, was natürlich äußerst schade ist und das letzte Cover ist in Anlehnung an das erste Titelbild entstanden und die äußerst interessante Story dazu beschreibt euch die letzte Chefredakteurin Sierra Schäfer. Interessante Story auf jeden Fall, mega cool, fand ich sehr interessant und kann ich euch nur ans Herz legen. Primesking Printausgabe Nummer 28. So, das nächste Printprodukt, das ich euch gerne zeigen will, kommt nicht mehr aus unserem eigenen Hause, sondern ist das Down Days Ski Stories Book 2020, das mit einem richtig fetten Hardcover daherkommt und sich insgesamt, wenn man das das erste Mal in der Hand hat, schon ziemlich gut anfühlt. Das Cover-Design ist jetzt nicht ganz so meins, ist aber cool, weil es sich mit dem Rot und Blau durch das gesamte Layout in dem Buch zieht, was insgesamt einen ziemlich guten Gesamteindruck vermittelt. Und ich persönlich war von dem im letzten Jahr ein größerer Fan. Das sah ziemlich cool aus. Aber gut, bleiben wir bei der aktuellen Ausgabe, die als Flipbuch ist das sozusagen konzipiert. Das heißt, man muss oder kann es sozusagen von beiden Seiten lesen. Da gibt es hier einmal einen Anfang und auf der anderen Seite gibt es auch einen Anfang. Die eine Hälfte stammt von Ethan Stone und die andere von Klaus Polzer und laut Webseite wurden auch unterschiedliche Papiersorten verwendet für die beiden Seiten, aber die sind sehr ähnlich insgesamt, was aber finde ich ganz gut ist, weil so der Gesamteindruck einfach ganz gut ist und es sich nicht ganz so nach zwei verschiedenen Produkten in einem irgendwie anfühlt. Das Papier ist 140 Gramm stark und eher matt gehalten und der Druck ist ziemlich gut geworden, die Bilder sehen super aus, man kann den Text richtig gut lesen und es fühlt sich vor allem auch richtig gut an. Das Matte finde ich fast sogar ein bisschen besser zum Anfassen als das Glänzende, das wir bei uns im Magazin haben. Wenn man das Buch aufschlägt, fallen einem natürlich sofort hier außen die Register auf, mit denen man einen schnellen Überblick zum einen über die Artikel bekommt und zum anderen eben auch schnell dorthin navigieren kann, wenn man einen bestimmten Artikel irgendwie sucht oder lesen will.
und das ja doch was sehr Zeitloses ist und man dann die Stories, die man besonders gut findet, hier immer sehr schnell wiederfindet. Insgesamt beinhaltet das Buch 12 verschiedene Stories, die alle sehr umfangreich sind, sowohl was den Text als auch die Bilder angeht. Und ich will euch auch an dieser Stelle auch gar nicht zu viel verraten, sondern nur kurz zwei Stories besonderen hervorheben. Zum einen finde ich richtig cool die Story Corona Circle von Jakob Wester, der über einen Trip geschrieben hat, den er im letzten Frühling zusammen mit Henrik Harlaut, Magnus Granier und Øystein Braathen gemacht hat. Nach Riksgrenzen in Schweden, um dort für Salute, den aktuellen Full-Movie von Henrik Harlaut, zu filmen. Die Bilder kommen von seiner Freundin Fia Sjöberg und sehen auf dem matten Papier wirklich richtig gut aus. Und es macht wirklich richtig Spaß, hier durchzublättern, sich die Bilder anzuschauen und natürlich den dazugehörigen Text zu lesen. Und ebenfalls sehr cool ist gleich die Story dahinter, und zwar dreht die sich um Jeremy Heitz und sein Lalis-Projekt, das mittlerweile schon fast 5 Jahre alt ist, das ist nämlich 2016 rausgekommen. Und trotzdem bietet es immer noch genug Inhalte, um da ein interessantes Interview draus zu machen und auch jetzt fast 5 Jahre später noch eine interessante Story drauf zu machen. Also auch das kann ich nur sehr empfehlen. Und mehr will ich auch gar nicht verraten von diesem schönen Buch, da guckt euch mal selber dann durch. Ich finde, es wird für äußerst faire 24 Euro bei Downlights im Onlineshop angeboten, was für 160 Seiten in dieser Qualität, finde ich, wirklich ein gutes Angebot ist. Und ich packe euch auch einen Link unten in die Beschreibung mit rein. Downlights Ski Stories 2020. So, kommen wir zu meiner letzten Empfehlung für heute, die vielleicht etwas ungewöhnlich ist, aber ich würde euch trotzdem gerne ein paar Worte darüber erzählen. Und zwar geht es um das Spectacle-Buch und es ist eine Mischung aus Magazin und Buch, das mit einem coolen Softcover daherkommt und einem relativ minimalistischen Design. Der Titel und der Name des Fotografen ist ein bisschen vertieft mit Struktur auf dem Cover und ansonsten gibt es eigentlich nur ein kleines Logo auf der Rückseite. Ansonsten ist es äußerst minimalistisch gehalten. Das Papier ist 180 Gramm stark und liegt irgendwo zwischen dem glänzenden Papier aus unserem Prime-Magazin und dem sehr matten Papier aus dem Downlays-Buch. Die Farben werden darauf ziemlich schön dargestellt. Es hat ein schönes, tiefes Schwarz und es macht wirklich Spaß, eigentlich durch dieses Buch sich durchzublättern und sich die Fotos anzuschauen, weil es wirklich sehr, sehr gut aussieht. Es gibt auch ein bisschen Text dazu hin und wieder, der aber jedoch nur eher in abstrakter Art und Weise mit den Bildern zusammenhängt. Insgesamt ist es schon eher ein Bilderbuch als ein Artikelbuch, in dem ganze Stories mit Bildern unterlegt sind, sondern es ist eigentlich eher ein Bildband. Die Fotos stammen alle von Christian Reguse aus Salt Lake City in Utah und die Illustrationen stammen von Laura Obermeier und das Buchdesign von Corey Kirby. Inhaltlich, wie man schon irgendwie sieht, dreht sich relativ viel ums Skifahren und ist von Street bis Powder eigentlich so ziemlich jedes Terrain mit dabei. Und die Auswahl der Bilder beschränkt sich jetzt nicht nur auf so epische A-Shots, wie wir sie meistens im Magazin eher in Verbindung mit den Artikeln haben, sondern es gibt auch viele sozusagen Behind-the-Scenes-Aufnahmen, was ziemlich cool ist, wenn man so eher einen vollständigeren Blick auf die Freeski-Welt kriegt, als es sonst der Fall ist in Magazinen. Zu sehen gibt es, wie schon erwähnt, verschiedenste Freeski-Disziplinen und auch verschiedenste Fahrer. Da ist von Amit Dadali über A-Hall, Birk Ruth, Caroline Clare, Henrik Harlaut, Jack Margot, Lupe Hagerty, Quinn Wolverman oder Will Wesson und noch ganz, ganz viele mehr. Wirklich eine sehr große Auswahl an international bekannten Fahrern mit dabei und von verschiedensten Locations, von dem Big Air Weltcup im Baseballstadion, was wir gerade eben schon gesehen haben, bis hin zu Backcountry Locations wie diesen hier zum Beispiel, ist da wirklich sehr viel mit dabei. Diese Location wollte ich hier kurz zeigen, da ich das Foto eben auch sehr cool finde. Und ein weiteres Foto, das ich euch auch gerne nochmal kurz hervorheben will in diesem Buch, ist dieses hier. Das ist Jack Margot beim Filmen letztes Jahr für seine X-Games Real-Ski-Part, wo er ja auch Gold gewonnen hat. Und er hat hier auch einige Bilder. Das ist wirklich sehr schön zum Durchblättern. Das ganze Buch ist auf 120 Ausgaben limitiert und das ist leider die schlechte Nachricht, denn es ist schon ausverkauft. Und ich habe es erst letzte Woche aus den USA bekommen und wollte es euch aber trotzdem gerne zeigen, da ich mich immer über Printprojekte wie dieses freue, natürlich auch bedingt durch meine Arbeit, ein großer Printanhänger bin und solche Projekte von Fotografen unterstützen will, so gut ich kann und damit vielleicht auch andere Fotografen inspirieren will.
ähnliche Sachen zu machen und ihnen sagen will, dass es einen Markt für diese Produkte gibt, auch wenn es vielleicht nur eine limitierte Ausgabe ist. Aber es gibt definitiv Leute, die Sachen wie diese feiern und auch kaufen. Und wenn ihr noch zu Hause auf einem fetten Stapel an digitalen Bildern vielleicht irgendwie sitzt, dann vielleicht inspiriert es euch ja dazu, selbst ein solches Projekt zu starten und die Sache in kleiner Auflage zu drucken und zu vertreiben. Es gibt definitiv Leute, die das feiern und kaufen würden. Ich habe euch unten auch nochmal die Social Media Accounts von allen hier vorgestellten Fotografen verlinkt. Auch ein Klick kann Fotografen und Magazine bei ihrer Arbeit unterstützen und dabei helfen, dass es auch in Zukunft noch Skibilder in gedruckter Form und verschiedensten Formaten gibt. Das war's soweit von mir heute mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Kommentar oder ein Abonnement da. Und mich interessiert natürlich auch gerne eure Meinung über solche Videos. Wir können im Moment leider keine Action-Videos vom Berg machen. Daher habe ich noch ein paar andere Ideen für ähnliche Videos. Falls ihr sowas gerne sehen wollt, lasst mir gerne einen Kommentar da und ein Abo auch gleich noch. Und falls ich irgendwann endlich mal die 1000 Abonnenten schaffe, dann sage ich auch nie wieder was über Abonnements. Bis zum nächsten Mal. Peace.